Da kann ich euch gerade das da zeigen. Ja, wir müssen diesen Stein da kaputt machen. Und ja, was ist das? Da können wir reinschauen. Oh mein Gott, dein Weg. Wie komme ich da durch? Ja. Das war irgendwie so ein Fail-Part, finde ich. Oh mein Gott. Oh ja, mein Gott. Egal, gehen wir wieder die Stiefel holen. Oh mein Gott. Nee, ich... Oh mein Gott, ich will... Gib mir den. Gut, danke schön. Okay, wir müssen jetzt da rein, also wieder. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, was wir machen müssen. Und nein, wir müssen nicht ein Krokodil sein, nein. Oh mein Gott, ich probiere alle keine Noten einzusammeln. Oh mein Gott, voll der. So wie beim Speedrun, die gehen ja auch immer so auf die Kante oder so. Egal, Hauptsache keine Noten. Da ist sowieso wieder so ein Ding zum Honig. Ding aufstocken, Ding. Nein! Ich hasse diese Welt seit ein paar Tagen. Ne, seit heute hasse ich diese Welt. Oh mein Gott, das sind wieder Noten. Spring, Kasui, spring! Spring nochmal! Nochmal! Whee! Oh mein Gott, ich hoffe, da ist keine Note. Ne. Oh mein Gott, ich weiß gerade voll nicht, was sagen. Ich bin immer noch müde. Oh mein Gott, egal. Ich muss in diesem Part bestimmt schon etwa 4-mal oder 5-mal schneiden. Ja, egal, das sind jetzt 2 Parts. Dafür muss ich jetzt nicht mehr auf die Uhr schauen, weil ich brauche sowieso nicht mehr so viel Zeit, um das zu machen. Ah ja, und diese Schneewelt, die ihr gesehen habt, das ist nicht die nächste Welt. Okay, es kann schon sein, dass das die nächste Welt ist, aber wir werden eine andere machen. Warum? Das werdet ihr schon sehen. Also ich werde es euch sagen, warum. Oder vielleicht merkt ihr es auch selber. Stirb! Okay. Oh mein Gott, ich habe nicht Lust, noch einmal zu schneiden, aber es ist so langsam. Aber das, was wir jetzt machen, okay, wichtig ist es nicht, aber es ist schon gut für uns, weil es ist dann am Schluss für den Endkampf ist es gut. Also vor allem die Gold... Nichts, ich sag nichts. Los, gehen wir rein! Mein Gott. Ja, wir müssen schon wieder mit der Verwandlung etwas außerhalb der Welt machen. Ich glaube, das müssen wir mit jeder verwandeln, oder? Ich muss gerade überlegen. Oh nein, nicht mit jeder. Und jetzt können wir in dieses coole Loch rein. Mit dem Krokodil. Das konnten wir vorher nicht mit Benjo und Kazooie. Und deswegen war es wichtig, auch diesen Stein wegzunehmen, weil sonst kann man es nicht. Oh mein Gott, coole Musik. Oh, ein Buch. Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Oh mein Gott. Ich weiß es. Schweige, du verlaustes Buch, sonst trifft dich mein fetter Fluch.
Die Hexe hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rücke mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Einen Zauber will ich verraten. Gebt auf den Boden der Sandburg von Treasure Trove Cove den Code BlueX ein. Danke, Meister Cheeto. In Grundhildas Hexenhöhle sind auch andere Bücher versteckt. Findet sie. Okay. Das Spiel wird immer besser. Ihr lauft bla bla bla. Egal. Wir gehen jetzt noch raus. Und gehen dort rein. In diesem Part spreche ich hier so wenig. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott, ich hatte gerade Angst. Ich dachte, ich nehme hier. Kann man auch mit dem Ding diesen da kaputt machen. Stimmt. Oh, das geht auch. Da kann ich gerade meine Honigwaben-Dinger auffüllen. Egal. Kann ich auch diesen da besiegen? Hoffentlich. Nee. Mumbo Magli gleich aus. Komm her. Komm her. Oh mein Gott. Mist. Das hat das ziemlich komisch ausgesehen, ne? Egal. Okay. Ich verabschiede mich hier von euch. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Tschüss.